Inquisitor. Die Hakoniten greifen meine Leute an. Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar, die ihr uns anbieten könnt. Die meisten Angehörigen meines Stammes sähen es als Grund zum Feiern, wenn ich meine Klinge im Blut der Hakoniten baden würde. Die Hakoniten sind Narren und haben die alten Lebensweisen vergessen. Aber wir haben geschworen, Frieden mit ihnen zu halten. Sie an der Seite von Flachländern anzugreifen, würde uns zu Altbrüchigen machen. Ein Sturm könnte aufziehen, wenn ich das von meinem Stamm verlange. Ich habe kein Nein gehört, Thane Sonnenhaar. Bei den Avar schöpft ein Stamm Kraft aus seinem Stammestier. Wir betrachten es als einen von uns. Ist unser Stammestier stark und zufrieden, bedeutet das Glück. Wird es krank und stirbt, ist das ein böses Omen. Unsere Bärin, Storvaka, wurde seit Tagen nicht mehr gesehen. Der Stamm fürchtet um sie. Ich kann von meinem Stamm nicht verlangen, seine Friedenseide zu brechen, solange Storvaka nicht wieder zurück ist. Habt ihr Mitglieder eures Stammes entsandt, um nach Storvaka zu suchen? Der Stamm ist bereits beunruhigt. Durch eine groß angelegte Jagd auf unser Stammestier würden wir den Hakoniten gegenüber Schwäche zeigen. Unser Augur wüsste es, wenn sie tot wäre. Also halten unsere Jäger die Augen nach Spuren offen. Mehr können wir nicht tun. Ich bin ein wenig erstaunt, dass ich einen Bären finden muss, um die Unterstützung eures Stammes zu erhalten. Storvaka ist nicht nur ein Bär. Sie ist unser Stammestier, unsere Verbindung zu den Göttern. Ohne sie, ich weiß nicht, ob euer Volk an Götter glaubt oder sie gestohlen werden können. Aber es ist nicht gut, wenn so etwas geschieht. Ach, ich weiß mehr über diese Welt als über die Welt der Geister. Sprecht mit unserem Auguren, wenn ihr mehr wissen wollt. Außerdem sind sie unsere Götter, nicht eure. Im Grunde müsst ihr nur wissen, dass Storvaka wichtig für uns ist. Ich sollte es vielleicht nicht erwähnen, aber Bären und ich kommen in der Regel nicht sonderlich gut miteinander aus. Ihr habt gegen Bären gekämpft? Ihr habt es überlebt, also ist doch alles in bester Ordnung. Und ein wenig Furcht wird dafür sorgen, dass ihr Storvaka mit Respekt begegnet, wenn ihr sie findet. Ihr schafft das schon. Ihr sagt also, sie ist freundlich? Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Fragt die Mitglieder des Stammes nach Storvaka. Vielleicht wissen sie ja etwas, das sie mir noch nicht erzählt haben. Das neue Dach ist hervorragend. Kaldansen ist ein guter Junge. Sein Vater war immer stolz auf ihn. Und er wäre es noch. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo ich Storvaka finden könnte? Unser Stammestier ist ständig hungrig. Sie macht vielleicht Jagd auf das Wild im westlichen Tal. Da das Wetter umschlägt, glaube ich nicht, dass sie sich viel weiter von hier entfernen würde. Auf bald. Gebt auf euch Acht!
Wer weiß, welche Schwierigkeiten uns hier unten erwarten. Irgendwer hat hier gegen etwas Großes gekämpft. Das könnte dieser Bär gewesen sein, nach dem die Avar suchen. Wenn der Bär nicht tot ist, muss er irgendwo in der Nähe sein. Thank you.
blutküssenden, blutsaufenden Hakonitenbastarde. Habt Dank, Inquisitor. Storvaka ist zurück. Und meine Jäger haben gesehen, was ihr und sie mit den Hakoniten gemacht habt, die sie gefangen hielten. Hakons Fänge haben durch diese Tat ihren Friedenseid gegenüber dem Steinbärenstamm gebrochen. Unsere Klingen gehören euch. Ich nehme an, eure Bären ist wohl auf, nach dem, was auch immer sie ihr antun wollten. Es geht ihr gut. Und was die Frage angeht, was sie mit ihr vorhatten, meine Jäger haben an dem Ort, an dem Storvaka gefangen gehalten wurde, einige Dinge entdeckt. Ich weiß, was sie geplant hatten. Es ist etwas, das euch nicht gefallen wird und das nur wenige Avar Flachländern gegenüber preisgeben würden. Aber ihr müsst es erfahren. Hakons Fänge hatten das Ziel, ihren Gott in sterblicher Gestalt zu binden und die Flachlande mit Krieg zu überziehen. Sie wollten einen Gott dazu benutzen, uns zu vernichten? Als hätte ich nicht gerade erst einen Gott getötet, der uns vernichten wollte. Ihr tut gut daran, euch zu sorgen. Diese Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ihr habt sie vorerst durchkreuzt. Aber sie werden es erneut versuchen. Hakons Fänge haben dasselbe vor etlichen Zeitaltern schon einmal getan. Sie holten ihren Gott ins Leben, um die Flachlande zu vernichten. Aufgrund ihrer Torheit ist Hakon für alle Avar verloren. Jetzt wollen sie ihn befreien und es erneut versuchen. Was meintet ihr damit, als ihr sagtet, Hakon sei aufgrund ihrer Torheit für alle Avar verloren? Als sie Hakon in sterblicher Gestalt banden, wurde er Blut dieser Welt. Er konnte weder Gebete hören noch mit den Auguren sprechen. Alles, was er konnte, war töten. Dann verschwand er. Er starb nicht. Aber es ist, als wäre er seit ewigen Zeitaltern verstummt und verloren. Würden sie versuchen, ihn von seiner sterblichen Gestalt zu befreien, könnte ich das verstehen. Die Flachlande anzugreifen ist aber einfach nur närrisch. Die Avar würden die Vorstellung, Krieg gegen die Flachlande zu führen, also nicht begrüßen? Ist es das, was euch eure Skalden erzählen? Nun, es schadet uns nicht, gefürchtet zu werden. Wenn unser Land bedroht wird, ziehen wir mit Freude in den Kampf. Und ein kleiner Überfall hier und da hält beide Seiten wach. Aber wir haben keinen Bedarf an euren Flachlanden. Nicht, solange unsere Ziegen fett und unsere Fische zahlreich sind. Und ganz bestimmt führen wir keinen Krieg, während der Himmel von Dämonen zerrissen wird. Nur ein Narr kämpft in einem brennenden Boot. Was würde geschehen, wenn Hakons Fänge mit ihrem Plan Erfolg hätten? Hakon würde die Flachlande in Gestalt einer gewaltigen Bestie heimsuchen. Die Hakoniten würden sich ihm anschließen. Und ihre Zahl würde durch törichte junge Krieger anwachsen, die von einem Ehrennamen träumen. Selbst wenn ein Krieg notwendig wäre, sollte er nicht so geführt werden. Mit Göttern, die blutgetränkte Schlachtfelder in Schutt und Asche legen. Die Götter sollten dort bleiben, wo sie hingehören. Also was müssen wir jetzt tun, um Hakons Fänge aufzuhalten? Sie bewohnen eine alte Flachländerfestung, die durch eine gewaltige Mauer aus Eis geschützt wird. Durch Magie, die nicht einmal die Hakoniten kennen. Löst diese Magie auf und wir werden ihre Knochen in alle Winde verstreuen, auf dass die Herrin sie niemals finden möge. Wir müssen immer noch diese Mauer aus Eis um die Festung der Hakoniten schmelzen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Nein. Sie ist Magie der Flachlande und hat nichts mit uns zu tun. Unsere Geistsprecher sind nutzlos wie Ziegen in einer Schlacht. Die Hakoniten müssen die Magie in der alten Festung gefunden haben. Sprecht mit euren Leuten. Vielleicht wissen sie ja mehr. Wir müssen immer noch diese Mauer aus Eis um die Festung der Hakoniten schmelzen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Nein. Sie ist Magie der Flachlande und hat nichts mit uns zu tun. Unsere Geistsprecher sind nutzlos wie Ziegen in einer Schlacht. Die Hakoniten müssen die Magie... Gebt auf euch acht.